Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin das Sirius und ich nehme euch wieder mit auf eine Reise nach Plants vs. Zombies Garden Warfare. Ihr seht es hier schon im Bildschirm. Und es ist ein ganz putziges Spiel, auch für unter 18-Jährige geeignet. Und ich finde es einfach mal eine schöne Abwechslung von den ganzen Standardspielchen, wo man so spielt. Sei es jetzt Scum, sei es jetzt Forest oder auch mal vielleicht Ark. Ja. Und ja, es sind kurze Sessions. Es ist nichts, wo man ewig lang spielen muss, aber man kann es ewig lang spielen. Der erste Teil, den ich hier jetzt mal spiele, der kostet auch nicht wirklich viel. Den gibt es schon für einen Zehner, manchmal auch der Runder bei Special-Angeboten. In jedem Krabbeltisch, Saturn, Mediamarkt findet man es auch. Von daher eigentlich ein guter Low-Budget-Titel, den man gut empfehlen kann. Jetzt schauen wir mal rein, was hier noch so alles möglich ist. In der letzten Folge am Schluss haben wir noch einen Garten geöffnet. Dann gucken wir mal, was da jetzt noch geht. Machen wir mal eine benutzerdefinierte Suche. Mal gucken, ob es jetzt besser geht, jetzt wo nichts mehr hochgeladen wird. Spiele suchen. Meine Kringelblume sucht hier schon. Das sieht man oben rechts. Und während die sucht, hole ich mir eine Cola. Ja, weil wie gesagt, man darf nicht das Trinken vernachlässigen, wenn man spielt. Am besten immer eine Flasche Mineralwasser oder sonst was daneben stehen haben. Sonst kippt man irgendwann mal aus den Latschen. Müssen wieder Münzen verdienen. Okay. Also hier oben sehen wir dann unsere Mission. Also verschiedene Gesten kann man auch machen. Chef geht weg mit dem Wohnmobil. Hey, könnte ich sein. Wo ist denn der verdammte Garten?
Oh, der ist aber nicht gut. Da hat drei Zugänge. Der ist ein bisschen besser. Aber noch mal ein Dammer! Müsste ich ja. Oh ja, genau. Genial. Da hauen wir gleich mal so eine rein. Ah, wir haben einen Mitspieler. Juhu. Da machen wir noch ein schönes MG hin. Yeah. Seht ihr mal, wie mächtig die Sonnenblumen sind, ne? So macht das Spiel noch Spaß. Und meine zwei Mitspieler haben auch Spaß. Yeah.
lustig. Ist er denn? Oh, Triphelp. Na, willkommen in meinem YouTube-Video. Ja, schon wieder die kleine Kacke hier. Oh, Martin92, auch willkommen in meinem Video auf YouTube. Ich hab's da Bomben oder was? Thank you.
Zombie-Spieler. Jetzt wird's interessant. Hört sich nicht gut an. Tschüss. Das ist nicht gut.
Immer mehr. Seht ihr? Also es wird schon noch gespielt. Und dafür kriegt man überall Münzen. Deswegen muss man nicht unbedingt welche kaufen. Ja, aber ja! Der Bärdebill habe da! Da bin Alle Pflanzen sind entkommen. Und dann rabbelt es mit den Münzen. Und jetzt seht ihr auch, wie schnell man da hochkommt. Jetzt haben wir schon wieder 70.000. Also hier unten sieht man immer dann die Tipps, wo man auch Schwachstellen hat von den Gegnern. Thank you.
Spielen wir mal. Also mit der Kaktee ist schon wesentlich schwieriger zu zielen. Was sind denn hier? Thank you.
Kopf ab. Mein Gott. Nicht aus der Vase fallen. Was macht man denn da? Ja, gut. Mal wieder verloren. Einmal gewonnen, einmal verloren. Naja, ein bisschen ist noch was rumgekommen. Also schreibt es in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Vielleicht holt sich ja der ein oder andere das dann auch. Also es ist schon relativ spaßig, ja. Macht Laune, auch immer so zwischendurch, ein paar Runden. Ja, und in diesem Sinne, denkt an ein Like und ein Abo, falls ihr noch keins habt. Und dann wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und seid wieder dabei, wenn ich wieder unterwegs bin, bei diversen Spielen, um sie euch vorzustellen.